Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem DigiGuess-Wochenrückblick. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Netzneutralität, mit der Vorratsdatenspeicherung, der Safe Harbor-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und wir wollen einen Blick auf die Freedom Not 4, ein Event in Brüssel, werfen. Zuerst geht es bei unserem Podcast heute um die Netzneutralität. Schon am kommenden Dienstag stimmt das EU-Parlament in Straßburg über die Zukunft des Internet ab. Es geht um die Netzneutralität. Bisher sieht es so aus, dass ein Zweiklassennetz eingeführt werden soll, dass es Überholspuren für zahlungskräftige Kunden geben wird. Das wollen wir verhindern. Wir wollen, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden, unabhängig vom Absender, Empfänger oder Inhalt der Daten. Dafür müssen jetzt Änderungsanträge, die genau das garantieren, eine Mehrheit finden und so abgestimmt werden. Allerdings muss Parlamentspräsident Martin Schulz diese Änderungsanträge erstmal zur Abstimmung freigeben. Dann können die EU-Abgeordneten darüber abstimmen, wie wir in Zukunft das Internet in Europa regulieren wollen. Damit wir das freie und offene Internet in Europa erhalten können, brauchen wir jetzt eure Hilfe und Unterstützung. Zuerst kontaktiert den Parlamentspräsidenten Martin Schulz und fordert ihn auf, dass die Änderungsanträge überhaupt zur Abstimmung gestellt werden. Ihr könnt ihn zum Beispiel auf Twitter anschreiben oder ihm eine E-Mail schreiben oder ihn auch anrufen. Wir haben unten in der Videobeschreibung zum Beispiel schon mal einen vorformulierten Tweet für euch vorbereitet, den ihr einfach benutzen könnt und an Martin Schulz schicken könnt. Darüber hinaus geht auf safetyinternet.eu und kontaktiert die Abgeordneten des EU-Parlaments und fordert sie auf, die Änderungsanträge zum Schutz der Netzneutralität zu unterstützen und dafür zu stimmen. Also Leute, es ist 5 vor 12, werdet aktiv und helft uns, das Internet zu retten. Unser nächstes Thema ist die Vorratsdatenspeicherung. Hier haben wir diese Woche auf Twitter eine Frage bekommen, wann wird denn jetzt eigentlich die Vorratsdatenspeicherung in Kraft treten? Wir haben dazu kurz geantwortet, wollen aber diesen Podcast jetzt hier auch nutzen, um euch auch nochmal eine ausführliche Antwort darauf zu geben, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit der Vorratsdatenspeicherung. Genau vor einer Woche, letzte Woche Freitag, hat ja der Bundestag mit 404 Stimmen die Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. Nun muss das Gesetz noch durch den Bundesrat, das wird am 6. November der Fall sein, dann wird Bundespräsident Gauck noch unterschreiben und das Gesetz wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Ein Tag später tritt dann die Vorratsdatenspeicherung auch offiziell in Kraft, allerdings ist auch eine 18 Monate lange Übergangsfrist vorgesehen, in der die Provider die technischen Vorbereitungen dafür schaffen können, die Vorratsdaten auch tatsächlich zu speichern und an Ermittlungsbehörden zu übergeben. Wir hoffen natürlich, dass es gar nicht erst so weit kommt und die Gerichte im Vorfeld die Vorratsdatenspeicherung wieder kassieren, denn sie verstößt klar gegen die Grundrechte Deutschlands und Europas. Diese Woche hat uns erneut das Safe Harbor-Urteil des Europäischen Gerichtshofs beschäftigt. Ende letzter Woche hat sich die Artikel 29-Gruppe getroffen. Das sind die Datenschutzbeauftragten der Mitgliedstaaten, um gemeinsam zu beraten, wie jetzt mit diesem Urteil in Europa umgegangen werden soll. Die Artikel 29-Gruppe schlägt aber am Ende natürlich vor, dass ein neuer Rechtsrahmen, ein neues Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union auf den Weg gebracht werden muss. Knackpunkt dabei ist natürlich immer noch, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika die rechtlichen Voraussetzungen für die massenhafte, unkontrollierte Geheimdienstarbeit vorhanden sind. Das wird schwer, dass sich hier beide Parteien auf ein gemeinsames Abkommen einigen. Aber der EuGH ist sehr klar, sie müssen es tun. Falls sie es nicht schaffen, wird es sehr interessant werden, denn auch zum Beispiel Max Schrems, der das ganze Verfahren überhaupt erst auf den Weg gebracht hat, hat bereits angekündigt, gegen Unternehmen zu klagen, wenn die Datenübermittlung weiter stattfindet. Es bleibt also spannend und in den nächsten Monaten müssen hier Lösungen gefunden werden, denn sonst werden gigantische Rechtsstreite auf die Unternehmen zukommen, die Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger nach Amerika transferieren. Am letzten Wochenende waren wir auch in Brüssel und haben dort an der Freedom Not 4 teilgenommen. Bei diesem Event treffen sich Aktivisten aus ganz Europa, um über netzpolitisch relevante Themen aus ihren Mitgliedstaaten, aber auch über Themen der EU zu reden und zu diskutieren. Die Freedom Not 4 wurde unter anderem von European Digital Rights, ETRI, unserer Dachorganisation in Brüssel organisiert. Übrigens, ETRI veröffentlicht alle zwei Wochen ein Newsletter, das ETRIGRAM, wo sie über aktuelle Herausforderungen im netzpolitischen Bereich in Europa berichten.
Auch wir haben natürlich einen Newsletter, einen monatlichen Newsletter. Wie ihr beide bestellen könnt, erfahrt ihr unten in der Videobeschreibung. So, das war's auch schon wieder mit unserem aktuellen Wochenrückblick. Wie immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, freuen wir uns, wenn ihr sie in die Kommentare schreibt. Wir versuchen das bis nächste Woche umzusetzen und sehen uns dann auch nächsten Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut!